Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, zum letzten Zeit vom Edelmod. Ja, gestern haben wir Morodor besucht. Ich weiß, er ist heute hochgeladen worden, es tut mir leid, mein Computer hat gestern mal wieder rumgezickt. Und heute werde ich Nebelberge machen und Angmar. Das sind dann die letzten beiden Armeen, gewissermaßen. Nee, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht, sorry. Ja. Mit den Nebelbergen fangen wir einfach mal an. Ich sage euch gleich schon mal voraus, die Nebelberge werden ein längerer Part, weil ich die dreimal neu starten darf. Grund seht ihr dann noch. Es gibt drei Orkkönige, alle mit verschiedenen Effekten. Und ja, da ich euch das alles zeigen will, werde ich das Spiel quasi einmal machen und dann nochmal neu starten mit dem zweiten Orkkönig und dann nochmal neu starten mit dem dritten Orkkönig. Gut. Aber legen wir doch erstmal los. Wir haben viel zu tun. Die Nebelberge sind ein Volk, das im Grunde alles auf ihr wisst, was zu tun ist. Billige Truppen macht. Also wirklich alles billige, schnelle Truppen, Spam. Sie haben auch ein paar starke Truppen, aber die sind entweder sauteuer oder sauspät verfügbar, wie zum Beispiel Drachen oder Höhlentrolle. Die sind aber relativ teuer, zumindest finde ich sie relativ teuer. Und er ist spät verfügbar. Baut! Macht, was euch befohlen wird! Anders als Mordor haben sie keine kostenlosen Orks. Hier werde ich die Platten brauchen. Dann den Drachenhort. Mein Gasthaus, besetzt es! Wir haben einen Vorposten entdeckt! Also ich werde euch jetzt alle Helden zeigen und dann später werde ich nochmal zweimal neu laden, um von den anderen beiden Ork-Königen euch die Helden zu zeigen. Ne? Also um der anderen beiden Ork-Könige euch zu zeigen. Ich verschiebe kurz den Rechner. Moment. So, besser. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Ich dachte, wir sind fertig. Wir brauchen die Ork-Höhle. Wir werden dann fertig. Zurück an die Arbeit. Wir brauchen die Spinnenhöhle. Mach dich nützlich. Und dann brauchen wir noch die Kluft und das Schatzlager. Und hier brauchen wir den Drachenhort. Davor die Dunkelstahlplatten, weil ansonsten der Drachenhort nicht geht. Das ist eine Voraussetzung. War ja auch schon im Originalspiel so. Bessere Mauern für das End-Upgrade. Beim Originalspiel war es halt ein Spinnennetz und hier sind es halt jetzt Dunkelstahlplatten. In 4.0 werden ja die Spinnen komplett aus dem Ork-Volk verbannt. Hier gibt es die Spinnen noch. Obwohl, das Schatzlager brauche ich gar nicht. Doch, ich brauche es schon. Wir haben eine neue Höhle. Wir sind nicht gefaulet. Der Drachenhort ist bereit. Baut! Arbeitet an eurer Einstellung. Hier gibt es immer Arbeit. Hier brauche ich übrigens nicht das Gasthaus. Die Orks sind eine der wenigen, die wirklich im Gasthaus gar nichts haben. Also doch. Stimmt gar nicht ganz. Sie haben schon was im Gasthaus. Nur haben sie keine. Ach, Schwester. Nur haben sie keine Helden im Gasthaus. Sie haben im Gasthaus nur zwei Dinge. Das eine. Das eine sind Sklaven, die hauptsächlich dazu da sind, dass sie halt mehr Produktion haben in den Minen und ja, kämpfen können sie glaube ich auch, aber nur sehr schlecht. Und das andere ist ein Überfall. Das heißt, du klickst drauf und hast dann ein paar Ork-Krieger. Ah, wir haben das Gebäude eingenommen.
Und auch Bogenschützen. Haltet euer Werkzeug bereit! Die. Zu Befehl! Das Lager! Das Lager! Naja, dein Gasthaus zusätzlich verteidigen. Die du leider nicht befehligen kannst, was ein bisschen blöd ist. So. Der billigste Held bei den Orks ist der Großork mit 1600. Danach kommt mit 1900 Gorkel. Dann mit 2400 Bolk. 3000 kostet Kankra. Burde kostet 3500. Und der Drachenfürst Droger 4500. Zusätzlich gibt es dann noch für 3000 Smaug. Allerdings nur ein unvollständiges Smaug. Da sage ich was dazu, wenn wir soweit sind. Das heißt, jetzt müssen wir kurz warten. So, Schatzlager ist fertig. Jetzt haben wir alle Gebäude. Wir müssen jetzt nur warten auf Geld gerade. Ist gerade ein bisschen blöd, aber geht nicht anders. Und ja, ihr werdet bemerken, zumindest die, die ihr Chateau mit Level 2 gespielt haben, werden bemerken, dass hier kein Drache rausguckt. Da gab es nämlich einen Feuerdrachen, den man da beschwören könnte, der da rausgeguckt hat. Das gibt es nicht mehr. Es gibt die Feuerdrache noch. Die wird es auch in Zukunft geben, auch im 4.0. Du bist da halt dann anders eingebunden. Aber der kommt nicht mehr aus der Festung gewatschelt. So, das erste wird der Großort, der Herr des Hohen Passes. Mit 1600, die haben wir gleich. Cool bei ihm ist, dass er durch Fähigkeiten levelt. Das heißt, er muss selber nicht kämpfen. Man sieht auch gleich, warum. Er ist zum einen äußerst mies im Kampf und zum anderen langsam wie Hölle. Das wird man gleich sehen. Ja, und es gab mit L2 auch nicht die rumlaufenden Creeps. Das ist auch neu. Ich weiß nicht, ob sie in 4.0 die Creeps behalten. Die Ork-Gebäude. Ich fände es cool, ich persönlich. Aber hier zum... Da ist der Großorg. Man sieht schon, er ist kein Sprinter. Hier gab es zum Beispiel nur die hier. Mit dem Schwertkrieger und hier den Typen, der mal was reinwirft und da gehauen wird. Aber nicht die rumlaufende. Fangen wir an, der Großorg. 52 Nahkampfschaden, 3200 Gesundheit und man sieht schon zwei Palantiere. Einer ist Schergen, wo er Diener rufen kann, und der andere Befehle für die Schergen. Schauen wir uns erstmal die Schergen an. Gleich zu Anfang den Plündertrupp des Großorks. Der Großork ist ein Plündertrupp, um die Schätze des Feindes zu erbeuten. Das heißt, du kannst einfach so einen Trupp dann beschwören. Der Trupp hat eine passive Fähigkeit, dass er Gebäude mehr. Dass er beim Angriff auf Gebäude Rohstoffe sammelt. Das zweite, Stufe 3, Tunnelgräber des Großorks. Ruft den Trupp Tunnelgräber. Genauso wie den Plündertrupp. Die haben als passives, dass sie Gebäude schädigen, wenn sie angreifen. Weil sie quasi untergraben, so quasi. Und dass sie, das andere ist eine Fähigkeit, die freigesetzt wird, wenn er zum König gekrönt wird. Also drei Orks können alle Könige werden. Aber immer nur einer. Entweder er oder Bolk oder Gorkel. Stufe 6, Hauptmann des Großorks. Der Großork entsendet einen seiner Hauptmänner, um seine Schergen zu führen. Als gekrönter Herrscher entsendet der Großork einen seiner Hauptmänner auf einem Wrack. Der Hauptmann hat die Stimme vom alten Gorkel, vom alten Godmog, also dem Godmog, wie er ein Aufstieg des Hexenkönigs war. Er hat eine passive Fähigkeit, dass er dauerhaft entweder einen Trupp Ork-Schwertkämpfer rufen kann, wenn er eben nicht gekrönt ist, oder wenn er gekrönt ist, einen Trupp Warkreiter.
Das ist also so mit Wahrscheinlichkeiten. Ich glaube zu 25% Ork-Schwertkrieger und zu 10% Ork-Wagreiter. Und für seine letzte Fähigkeit muss der Großork gekrönt sein. Der Großork ruft einen Karren, auf den seine Schergen ihre Beute laden können. Das ist dann so ein Karren, wo man entweder Fleisch, Gold oder Waffen drauf lagern kann. Und je nachdem, was man drauf lagert und wie viel man drauf lagert, gibt es bestimmte Effekte. Das ist entweder ein Heilungseffekt oder einfach nur ein Geldeffekt. Oder dass Einheiten mit Beuterüstungen ausgerüstet werden kostenlos. Dann sein Befehle Palantir. Als erstes der Plünderbefehl. Der Große gibt seinen Schergen den Befehl, ein feindliches Ressourcengebäude anzugreifen. Verbündete Einheiten in der Nähe des Gebäudes erhalten plus 50% Angriff. Und es kann auf der gesamten Karte gewirkt werden, was natürlich cool ist. Stufe 4. Verstärkungen senden. Der Großorg entsendet Verstärkungen durch das Tunnelsystem. Kurzzeitig werden gefallene Mitglieder von Horden in der Nähe eines ausgewählten Tunnels ersetzt. Als Kröterherrscher werden dauerhaft gefallene Mitglieder ersetzt. Ist halt gut, wenn du hier zum Beispiel 5 Gangwachen drin hast und die dann den Gang verteidigen. Wenn da welche fallen, dann kommen eben mehr nach. Stufe 7. Raubzug. Der große Ork plant einen großen Raubzug. Kurzzeitig erbeuten plünder Orks auf der gesamten Karte eine höhere Zahl an Rohstoffen. Als gekrönter Herrscher erbeuten kurzzeitig alle verbündeten Orks auf der gesamten Karte Rohstoffe. Also mit plünder Orks sind halt die hier gemeint. Und gekrönt eben alle. Und wenn er gekrönt ist, hat er noch eine Fähigkeit, Wagreiter mobilisieren. Der Großorg gibt den Befehl, mehr Wagreiter in die Schlacht zu schicken. Für einige Zeit werden Wagreiter schneller rekrutiert. Dazu muss ich kurz was sagen. Jeder Orgkönig, wenn er gekrönt wird, schaltet eine Einheit in eine allgemeine Einheit und eine Einheit in einer Tierhöhle frei. Die Tierhöhle kann man sich hier über einen 5er Spell holen und über einen 8er Spell kontrollieren. Im Großorks Fall sind das die Wagreiter vom Hohen Pass und die Rudelführerwaage in der Wilden Waghöhle. Im Fall von Bolg ist das die Orkgarde Gundabatz und allgemein und ein Ork-Trommler in der Wilden Orkhöhle. Und im Fall von Gorkel sind das die Ork-Spinnenreiter und Brutmuttern. Das sind ist so gesehen eine verkleinerte Version von Kankra mit einem Spinnenschwarm, der sie begleitet. Okay, als zweites für 1900 der Herr der Spinnen, Gorkel. Direkt danach können wir auch Bolg gleich machen. Wie gesagt, ich sage euch erst alle, dann kröne ich einen. Davor speichere ich dann und dann gründe ich noch die beiden anderen und sage zu denen was. Ja, nur zur kurzen Information, ich mache jetzt hier den Nebelberge-Part und wie ich gesagt habe, ja heute noch den Angmar-Part. Es geht mir mittlerweile wieder besser, ich war ja gestern ziemlich krank. Mit Kopfweh und Übelkeit und Halsweh und so weiter. Hat man mir vielleicht auch angemerkt. Findet. So. Mir geht's heute besser. Deswegen haue ich heute die beiden Parts raus. Aber ich bin noch nicht hundertprozentig fit. Das heißt, ich würde gerne die verbleibenden Cursed Crusade und Walking Dead Teile morgen machen. Also morgen ist ja Montag. Das wäre mir einfach lieb. Ihr könnt dazu gerne kommentieren, wenn ihr wollt. Ihr müsst nicht. Aber das wäre mir ganz recht. So, zweiter Held Gorkel. Dieses Land wird uns gehören. Die Stimme kennt man noch, das Aussehen nicht. In Schlachtmittler 2 sah er anders aus. 62 Nahkampfschaden und 2800 Gesundheit. Als erste Fähigkeit kann er reiten. Entweder auf einer Spinne reiten oder nicht reiten. Das war im alten Schlachtmittler 2 noch ein Skorpion, jetzt ist es eine Spinne.
je nachdem ob er reitet oder nicht reitet, hat er andere Fähigkeiten. Wenn er nicht reitet. Stufe 2, das Schädeltotem. Golke platziert ein Schädeltotem auf dem Schlachtfeld. Dauerhaft geringe Sichtweite und Reichweite des platzierten Punkts und plus 50% Angriff für Verbündete in der Nähe. Also quasi eine Führerschaft, die aber aktiv ist. Seine passive Führerschaft hat er nicht mehr. Stufe 4, Giftangriff. Golke attackiert einen Feind mit einem starken Giftangriff. Der gewählte Gegner ist betäubt und wird längere Zeit vergiftet. Sehr gut gegen Helden. Stufe 8, Zuchtspinne. Gurkel ruft aus den Tiefen am Rande des Düsterwalds seine gezüchteten Spinnen zur Verstärkung. Dauerhaft werden 3 Zuchtspinnen gerufen. Wenn er reitet, hat er ein bisschen andere Fähigkeiten. Verneigt euch vor mir, ihr Maden! Als erstes kann er hier zwischen Nah- und Fernkampf wechseln. 71 Nahkampf, 150 Fernkampf. Das eine ist eben reiten, nicht reiten, klar. Das zweite ist Waffwechsel zwischen Bogen und Nahkampfwaffe. Stufe 4, Giftstachel. Der gewählte Gegner ist betäubt und wird längere Zeit vergiftet. Und Stufe 8, auch wieder die Zuchtspinne. Ich höre! Dann der dritte Ork, Held ist Bolg. Der hier noch recht lächerlich aussieht. In 4-0 wird er besser aussehen. 180 Nahkampfschaden und 3600 Gesundheit am Anfang. Erste Fähigkeit, Banner der Ork-Horde. Bolg stellt einen beliebigen Trupp einen Bannerträger zur Seite, um die Horde der Nebelberge in eine vereinte Streitmacht zu formen. Sprich, kostenlose Bannerträger. Stufe 3, blutiges Antreiben. Bolg statuiert an einer nutzlosen Horde ein Exempel. Da die anderen Maden nicht das gleiche Schicksal leiden wollen, kämpfen sie noch verbissener, um ihren Wert zu beweisen. Alle umgebenden Einheiten fürchten sich kurzzeitig und erhalten danach für eine gewisse Zeit plus 50% Angriff und plus 20% Geschwindigkeit. Also auch eine aktive Führerschaft. Passive Führerschaften haben meines Wissens die Orks gar nicht. Stufe 7, Hall der Nebelberge. Als Bolg mit seiner Armee aus dem Gundabad auszog, um die Schätze des Erebor an sich zu reißen, folgte ihm auch eine Armee von Fledermäusen, die den Himmel verdunkeln. Für einige Zeit erscheinen massenweise treue Fledermäuse, die ihren Herren folgen, Feinde schwächen und unsichtbare Einheiten enttarnen. Also quasi gleichzeitig Spione, Feindschwächer und ja, und zusätzliche Einheiten, die zum Beispiel zur Ablenkung genutzt werden können. Stufe 10, Passiv, Bolgs Uruks. Bolgs Uruks weichen nicht von der Seite. Bolg wird nun von Uruks aus dem Nebelberge umringt und beschützt. Die Uruks sind das, was früher einmal Halbtrolle waren. Die Orkgarde Gundabads ist das, was früher die Uruk-Schwertkrieger waren. Arbeitet an eurer Einstellung! So, jetzt speichere ich kurz. Obwohl, nein. Doch! Ich speichere jetzt kurz. Orks. Damit wir eben die Könige dann uns anschauen können, weil wie gesagt, man kann nur einen König krönen und wenn einer gekrönt ist, kann man auch nicht mehr wechseln. Deswegen mache ich das so, aber jetzt beim ersten Mal zeige ich natürlich auch noch die anderen Helden. Die Nebelberge haben, ich schaue es noch kurz, ob es lädt, weil manchmal lädt es nicht. Habt ihr ja damals bei Lorien so gemerkt. Ich hoffe, es lädt jetzt und schmiert nicht ab oder so. Das wäre nämlich jetzt extrem scheiße. Wenn doch, dann ist noch nicht so viel passiert. Kann man es noch irgendwie gut machen. Aber ich hoffe, es lädt. Ja, die Orks haben 2 Ringhelden. Kankra und Smaug. Und? Ja, es lädt. Perfekt. Das eine ist Kankra. Kankra, wenn du ihr den Ring gibst und frisst sie den Ring, wird größer und kriegt neue Fähigkeiten. In Normalform brütet sie Spinnen aus und levelt dadurch. Zumindest von Level 1 bis 9. Das Level 10 musst du durch Kämpfe erreichen.
Aber Level 1 bis 9 levelt sie, also Level 2 bis 9, Level 1 hat sie automatisch, levelt sie durch Spinnen ausbrüten. Ja, und Smaug ist eben das Thema, was ich vorher gemeint habe, mit dem nicht ganzen Smaug. Man kann Smaug auf zwei Arten beschwören. Entweder mit diesem Opferbringer für 3000, dann bleibt er nur kurzzeitig und ist relativ schwach, oder mit dem einen Ring. Mit dem einen Ring, da gibst du den Smaug quasi als Tribut und er kämpft für dich dauerhaft und stärker. Smaug kostet mit Ring 6000, aber keine Kommandopunkte, was ganz cool ist. Ohne Ring eben diese 3000 vom Opferbringer, aber da ist er relativ schwach. So, was kann Kankra? Kankra hat 5000 Gesundheit und 300 Nahkampfschaden. Als erstes eben das genannte Brüten, Einnisten. Kankra erschafft sich ein großes Spinnnetz und nistet sich ein. Sie brütet verschiedene Spinnenarten, die mit jeder Stufe variieren. Jedes Einnisten stuft Kankra um ein Level hoch. Das dauert 60 Sekunden, in der Ding kann sie den Eindringen nicht fressen, wenn man ihn ihr geben will. Und sie kann auch keine Fähigkeiten, keine anderen Fähigkeiten wirken. Die zweite Stufe 1 Fähigkeit ist das Spinnennetz. Verbringer meint ja auch gleich. Das Spinnennetz. Die Riesenspinne von Cyril Ungol fesselt feindliche Einheiten mit ihren Spinnennetzen. Getroffene Einheiten sind eine Zeit lang bewegungsunfähig. Allerdings nicht auf fliegende Einheiten anwendbar. Ist halt dieses, ja, Spinnennetz, ne? Dann das nächste ist der Spinnenkocher. Für den musst du zum einen eingenistet sein und zum anderen bereits Stufe 5 sein. Kankra legt in ihrem Nest einige Kokons ab. Die schlüpften Spinnen in den Kokons bewachen das Nest und killen jeden, der sich diesem nähert. Die einzige Fähigkeit, die Kankra während dem Brüten machen kann, eine Schutzmaßnahme, falls ein Gegner sie angreift, während sie brütet. Stufe 6, der Giftstachel. Vergiftet den Gegner und fügt ihm einen gewissen Zeitraum Schaden zu, also wieder was gegen Helden. Ich bringe euch euren Sold! Da kommt der Opferbringer raus. Und Stufe 7, die Tunnel. Ermöglicht Kankra einen unterirdischen Gang zu graben und irgendwo auf der Karte zu erscheinen. Also ein Teleport. Das ist der Opferbringer. Mal sehen, ob ich ihn... Nein, kann ich nicht. Und der dient eben für den, ich sage es mal, geschwächten Smaug. Da gibt es dann eben hier ein Opfer annehmen. Hier ist halt Smaug nur drin, wenn man den Ring dem Hort gibt. So, hier ist Smaug. In der normalen Form bleibt er eben nur eine gewisse Zeit. Macht 34 Nahkampfschaden und 8000 Gesundheit. Hat nur eine Fähigkeit, den Sturzflug, Sprungflug. Smaug steigt kurzzeitig in Luft und lässt sich im Sturzflug auf einem bestimmten Ort auf der Karte nieder. Einheiten im Umkreis werden geschädigt. Kann ich mal zeigen. So sieht das aus. Er geht in die Luft und springt da wieder runter. Das ist der schwache Smaug. Der andere kostet eben 6000 und den Ring. Und hat halt dann den Palantir voller mächtiger Fähigkeiten. Unter anderem eine feindliche Heldenkontrolle, also so Heldenhypnose, wo du dann feindliche Helden kontrollieren kannst. Unter anderem erbeutet der andere Smaug Gold beim Einheiten und Gebäude vernichten. Ja. Dieser Smaug, das sieht hier noch recht komisch aus, ich weiß. Im 4.0 würde es so aussehen wie im Hobbit. Mal sehen, ob ich eigene Einheiten auch schädigen kann. Ah,
Nein, kann ich nicht. Man sieht schon Smoke bleibt auch nicht sonderlich lange. Sieht man schon. Der nächste ist dann Burdur, der Trollenführer aus den Trollhöhlen. Ein Tabletop-Charakter. Apropos, der Großorg ist aus dem Hobbit-Film und aus dem Buch. Gorkit ist komplett erfunden. Kankra ist aus Film und Buch. Bolg ist aus Film und Buch. Und Smaug ist aus Film und Buch. Also Gorkit ist komplett erfunden. Burdur ist komplett erfunden. Er ist halt ein Tabletop-Charakter. Und auch Drogoth der Drachenfürst ist komplett erfunden. Mache ich gerade aus lauter Langeweile. Der Burdur ist da. Smaug ist gleich wieder weg. Komm, verschwinde Smaug. Wir sehen, wie er verschwindet. Ich glaube, er fliegt einfach hoch. Ja, er fliegt hoch. Ja, der kleine Burdur. Man sieht schon ein sehr hässliches Stück Troll. Okay, kein Troll ist hübsch, aber der ist schon besonders hässlich. 450 Nahkampfschaden, 4500 Gesundheit. Erste Fähigkeit, Fressen. Fresse die markierte feindliche Infanterie und Gesundheit zurück generieren. Also ein Heilen quasi. Stufe 3, Heißblut. Burdur verfällt in wahnsinnige Raserei. Je länger die Raserei anhält, desto mächtiger wird Burdur. Aber er kann für die Dauer dieser Fähigkeit keine anderen Fähigkeiten. Ist wichtig, so kann er sich zum Beispiel nicht heilen. Stufe 5, Brüllen. Burdurs furchteinflößendes Gebrüll schlägt Feinde in die Flucht. Angsteinflößer. Stufe 7, Springen. Burdur setzt zu einem gewaltigen Sprung an, der Feind im Zielgebiet erheblichen Schaden verursacht. So wie Gimlis Sprung ungefähr, nur ein bisschen stärker. Und Stufe 10, Burdurs Zorn. Burdur lässt seine Feinde seinen gewaltigen Zorn spüren, indem er ein Erdbeben auslöst. Man sieht schon, Burdur ist ein Massenvernichter. Aber natürlich hat er auch seine Schwächen gegen Lanzenträger zum Beispiel. Weil die aufgrund ihrer Lanzenreichweite die nicht richtig. Entschuldigung. Er die nicht richtig erreichen kann. Ja, der letzte ist der Drachenfürst. Apropos, das ist eigentlich gelogen. Eigentlich gibt es noch einen Helden, nämlich die drei Trolle, Tom, Bill und Bert. Gibt es in der wilden Trollhöhle? Allerdings muss man sie dafür kontrollieren und dafür kriegen wir nicht genug Spellpunkte zusammen. Deswegen kann ich euch die leider nicht zeigen. Sie sind auch noch keine vollständigen Helden. Sie erscheinen hier noch nicht in der Heldenleiste und haben einmal ihren Kochtopf, womit sie Einheiten heilen. Dann passiv Rohstoff plündern und einen Steinwurf, also Nah- oder Fernkampf. Aber in 4.0 wird Burdur zum Beispiel ersetzt, wird auch Kankra ersetzt. Also da gibt es nur noch dann Smaug als Ringheld. Der Drachenfürst ist hier. Und auch noch andere Änderungen treten in Kraft. Drogoth gibt es dann auch nicht mehr. Ihr habt ja heute, beziehungsweise gestern über den Mordor-Part Link für die Mordor-Seiten bekommen und über dieselbe Ankündigungsseite kommt ihr auch zu den Nebelbergen, falls euch das interessiert. Unter anderem wird der Gorkel durch den Moria-Häuptling ersetzt, den es nur im Buch gibt. Bolg wird dann der einzige Held sein für der Orks, der einen Namen hat. Also der einzige Ork-Held, der einen Namen hat. Azog der Schänder wird vorkommen, allerdings nur als der Schänder. Ja. Aber das seht ihr alles im Internet. Ihr habt ja die Links bekommen über den Mordor-Part und ja, den Rest seht ihr dann. Drogoth, 6200 Gesundheit, 300 Nahkampfschaden. Erste Fähigkeit, fliegen oder landen. Das hatte er im Grundspiel zum Beispiel nicht, da konnte er nur fliegen. Gehen wir erstmal ins Landen. Im Landen hat er nur zwei Fähigkeiten, abgesehen vom Fliegen. Einmal Stufe 7, Drogoths Brut. Da ruft er drei Drachen, die ihm gehorchen.
Das sind die Feuerdrachen zum Beispiel. Und Stufe 10 des Drachen, oder? Drogoth bündelt seine gesamte Macht für einen verheerenden Angriff, der Feinde wie Verbündete gleichermaßen schädigt. Die gleichen Fähigkeiten hat er im Fliegen auch. Nur dass er im Fliegen noch zwei Fähigkeiten mehr hat. Einmal den auf Stufe 3 den Feuerball. Kennt man aus dem Grundspiel. Und auf Stufe 3 der Flügelschlag. Löst unter Drogoth eine Schockwelle aus, die alle Gegner näher Umgebung zurückwirft. Besonders nützlich, da ja Drogoth als Drache eine Schwäche gegen Bogenschützen hat und man die dadurch verhindern kann, auf ihn zu schießen. Ja, und dann gibt es noch die erwähnte Herrscherkrönung. Eben zwischen den drei Orkhelden. Die kosten alle unterschiedlich viel. Der Großer kostet 500, Gorke 750 und Borg 1000 und sie bringen unterschiedliches. Großorg. Kröne den Großorg zum Herrscher der Nebelberge, um die Macht über das größte Orkreich zu erlangen und somit seine Macht zu festigen. Das ist eigentlich immer derselbe Satz. Das ist halt Gorkel und hier ist es Bolk. Auswirkungen. Beim Großorg. Es wird ein Pakt mit den Wagen geschlossen, wodurch nur Wagreiter verfügbar sind. Der Großorg erhält verbesserte Fähigkeiten, die besonderen Vorteile gegenüber Gebäuden bringen. Orkhorden sind plus 25% schneller und können Plünderkeulen kaufen. Gorkel. Spinnenreiter sind verfügbar, Gorkel erhält verbesserte Fähigkeiten und Einheiten mit Giftwaffen verursachen zusätzlichen Schaden. Bolk. Orkgarde Gundabatz ist nun in der Orkhöhle verfügbar, Bolk erhält verbesserte Fähigkeiten und alle Orktruppen nehmen eine geordnete Formation ein, die sie effektiver und disziplinierter im Kampf macht, aber die Geschwindigkeit sinkt und eingenommene wilde Tiere richten 15 Ressourcen Tribut. Ich fange jetzt mit dem Großorg an. Und ja, die anderen seht ihr dann noch. Die anderen. Da lade ich dann eben neu, deswegen habe ich voll gespeichert. Aber wir fangen jetzt mal mit dem Großorg an. Dieses Herrscherkrönungssystem finde ich höchstpersönlich recht, also ich persönlich recht gut. Man muss dazu sagen, dass es das im 4.0 auch nicht mehr geben wird. Da gibt es dann drei Orkreiche, Moria, Gundabad und Orkstadt, aber keine Herrscherkrönung mehr. Aber wie gesagt, ich verweise aufs Internet. Einfach die Links von gestern anwählen, dann zu Edermod-Ankündigungen gehen und dann suchen. Das ist dann in den Listen drin. Na komm. Der Großorg, Herrscher der Nebelberge. Der Großorg sieht übrigens 4.0 auch so aus wie im Film. Dann schaue ich kurz, ob sich hier was ändert. Ja, hier halt den Hauptmann auf dem Wag. Ich zeige euch mal den Karren. Ihr werdet nicht gefaulenzt! Das ist der Beutekarren, den ich meinte. Entweder Fleisch, Gold oder Ausrüstung. Bei Ausrüstung eben die kostenlosen Beuterüstungen. Bei Gold Gold und bei Fleisch Heilung. Der kann steigen, der kann immer weiter leveln. Ist auf Stufe 5, glaube ich, und man kann ihn halt mit verschiedenen beladen, sieht man ja. Ich will Fleisch. Ich wüsste gerne, ob die hier. Ja, und hier ist eben das Plündern. Okay, aber sie haben keine zusätzlichen Effekte. Ich war mir jetzt nicht mehr sicher. Und hier eben das Wahlkater mobilisieren. Und hier halt Verbesserungen. So. Jetzt zeige ich euch noch Gorkel und Bolk. Als erstes ein Gorkel, zweiten. Wenn ich übrigens zu schnell bin, dann schreibt mir es bitte in die Kommentare. Falls ich zu schnell was erkläre, damit ich darauf reagieren kann. Schreibt es mir in die Kommentare dann bitte. Gorkel. Machen wir zum zweiten Held.
beobachtet uns! Ja, und wie man sieht, die Baumeister haben sich auch geändert. Im normalen Staffelmitglieder 2 waren das noch Mordor-Ork-Baumeister. Und hier sehen sie jetzt aus wie Ork-Krieger. Ich will Fleisch! Ich will Beute! Um geht's? Alter, geh doch mal weg. Macht, was euch befohlen wird! Und man sieht, sie sehen auch aus wie Ork-Krieger. Aber gut. Das noch am Rande. Ich muss mal sagen, ich finde das Aussehen von Gorke bzw. vom späteren Moria-Häuptling auch viel cooler als das alte. Hier werden sie überrennen. Ja, was kann er als Herrscher? Einmal bringt das Schädeltotem jetzt plus 75% Angriff und dauerhaft geringe Sichtweite, nicht nur kurzzeitig. Beim Giftangriff sind die Auswirkungen von der Betäubung und Vergiftung 25% höher. Und er ruft Brutmuttern. Reitend kriegt er eine Fähigkeit mehr. Land wird uns gehören. Also hier ruft er auch Zugspinnen, wichtig, aber er kriegt dafür eine Fähigkeit mehr. Der fürchterliche Ansturm. Der Herrscher der Nebelberge treibt die Spinnenreiter, die man ja nur mit ihm kriegt, vorwärts. Kurzzeitig wird der Schaden verdreifacht. Verdreifacht. Die Spinnenreiter, man erinnere sich, in Schlachtmittel 2 waren ja sowieso übel. Und hier ist es natürlich noch mächtiger. Ich zeige euch die Fähigkeit mal. Macht euch bereit, Orks! Und man sieht, sobald er vom Spinner absteigen sollte, hört die Fähigkeit auch wieder auf. Also kurz formuliert, jede Herrscherkrönung verbessert Fähigkeiten von den jeweiligen Ork-Helden, gibt dir neue Einheiten, eben entweder Walkreiter, Spinnenreiter oder die Ork-Garde, und gibt dem mehr, auch mehr, ich glaube auch mehr Leben und mehr Schaden, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Das könnte ich jetzt nicht hundertprozentig sagen. So, und das letzte ist Bulk. Der Ork-Herrscher, den ich vorziehe, weil er halt am meisten Vorteile bringt. Die Einheiten werden stärker und verbessert. Die Ork-Garde, die man nur mit ihm kriegt, ist übelst stark. Seine Fähigkeiten, wie ihr gleich sehen werdet, finde ich sehr, sehr gut. Ja. Und außerdem mag ich Bulk. Einfach weil Bulk schon rein von der Geschichte her, Gorkel ist erfunden und der Großorg war nie so mächtig. Wenn schon Herrscher, dann Bulk. Und deswegen gibt es auch im 4.0 kein Herrschersystem mehr. In Edan 4.0. Da wird Bulk anders aussehen, aber nicht so wie im Film. Sondern nur mal anders. Ich weiß jetzt nicht mit Sicherheit, sonst würde ich es euch sagen, aber... Naja, Bulk. Vereint die Banner. Allen Ork-Helden, die sich in Bulks Nähe befinden, wird ein Banner-Trigger zugewiesen, um die Horden der Nebelberge in eine vereinte Streitmacht zu formen. Vorher war es eben nur eine Ork-Horde, jetzt sind es alle Ork-Horden. Dann beim blutigen Antreiben kriegen... Sie plus 100% Angriff und plus 30% Geschwindigkeit für einige Zeit, also einfach mächtigere Führerschaft. Und seine Leibgarde auf Stufe 10 wird verstärkt. Der kriegt dann eine persönliche Ork-Garde, also er kriegt die Ork-Garde Gundobots und die Uruks. Vorher waren es nur die Uruks. Und er kriegt eine neue Fähigkeit, die Horden sammeln. Bulk wählt eine Ork-Höhle als Sammelpunkt seiner Streitmacht. Die gewählte Grube wird automatisch auf Level 3 gelevelt und kann nun anstelle von Ork-Kriegern und Ork-Schützen Bulkskrieger und Bulks-Bogenschützen rekrutieren. Bulkskrieger und Bulks-Bogenschützen haben sofort einen Bannerträger auf Stufe 1 und sofort schwere Rüstungen. Und Bulkskrieger haben zum Beispiel die Giftklingen, die normalen Ork-Krieger nicht mehr haben. Bulks-Bogenschützen haben Giftpfeile. Und die Höhle wird dann durch die Elite-Orks verteidigt, eben die Creeps. Da gibt es dann halt keine normalen Creeps mehr, sondern eben Bulks-Ork-Creeps. So.
Das war's dann auch schon wieder mit den Nebelbergen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, später kommt dann noch ein Part mit Angmar, der Eisenkrone. Bis dahin, Freunde. Servus.